Hallo Römer, lieben Freunde. Was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play. Bulletstorm Full Clip Edition. Die Helikotypen hatten dieselbe Idee. Na los, sie dürfen die Kapsel nicht vor uns erreichen. Oh Leute, wir sind ein paar mehr. Ich hoffe, ich habe alle erwischt. Na los! Alles klar. Reden. Übrigens, das Ganze ist nur ein Behelfsplan und wird vermutlich nie im Leben funktionieren, nur damit du es weißt. Das weiß nichts. Und außerdem haben wir auch nichts zu verlieren. Kann ich mich jetzt mal... Mann, nö, geh weg jetzt! Ich glaube, jetzt habe ich alle getroffen. Nein! Habe ich nicht. Mann, du hältst so viel aus. Eindeutig. Wo muss ich lang? Rechts, links, geradeaus, vorne, hinten? Ich weiß es nicht. Ah! Ja, wir müssen schnell zu Ulysses, Leute. Geh weg. 50 Sekunden bis zur Detonation. Oh Mann, Serrano hat den Countdown zur Sprengung der Ulysses schon eingeleitet. Wir sind am Arsch. Noch ist Zeit, beweg deinen Arsch. Shit, Alter. Kannst du jetzt mal danke... Nein! Oh! Ich dachte, ich komme hier durch. Ohne in Deckung gehen zu müssen. Aber nein! Ich musste in Deckung gehen. Ha! Alles klar. Versuchen wir es erneut. Oh Mann! Serrano hat den Countdown zur Sprengung der Ulysses schon eingeleitet. Wir sind am Arsch. Kannst du jetzt mal... Geh rüber da jetzt! Wieso mache ich sowas nicht vorher? Wieso komme ich nicht vorher auf die Idee, lieber sowas zu nutzen? Ja, runter oder oben lang? Oben lang, wie es aussieht. Okay. Geh weg jetzt, Mann! Da steht auch noch mein Name drauf. Oh, verdammt! Komm, lass ihn doch mit rein. Oh. Der wollte doch auch nur fliehen und es waren nur noch zwei Plätze frei. Los geht's. Oh. Das war's mit dem Pech. Das ist eine fette Explosion. Chip das Riesending auch? Okay, bei so einer Explosion dürfte es mich wundern, wenn es nicht stirbt. Alter. Einmal um den ganzen Planeten rum, oder was? Jo. Ich bin echt überrascht, dass ich noch atme. Das war eine beschissene Erfahrung. Ich habe dabei alle meine Freunde verloren. Und du? Du hast allen Grund, mir den Tod zu wünschen, Trishka. Wir sind Freunde, Gray. Hör damit auf, Hunt. Wie gesagt, ich weiß, was Serrano getan hat. Mir ist klar, dass er ein wahnsinniger Psychopath ist. Ich weiß, es war nicht deine Schuld, Gray. Das meine ich ernst. Du irrst dich. Das alles ist meine Schuld. Ich an deiner Stelle hätte Serrano auch tot sehen wollen. Er hat dich zum Morden missbraucht. Rel, Oliver, Ishii,
Sie sind mir gefolgt, ich... Also sind sie dir gefolgt, um den Mann zu töten, der auf ihre Leben geschissen hat. Er ist mir entkommen. Und? Wie wirst du das gerade biegen? Ah, was? Das war's? Kein... Ich töte noch Serrano? Kein, Ishii hat überlebt und wir kriegen ihn zu diesem Dock? Was? Pause? Nein. Ja, alles klar, Leute. Das war Bulletstorm. Kurz. Kürzer als erwartet. Irgendwie. Muss ich ja sagen. Ich hab halt erwartet, dass wir irgendwie noch Serrano umbringen können. Und Ishii vielleicht möglicherweise doch noch überlebt oder so. Aber das muss ja nicht sein. Aber dass wir Serrano noch umbringen oder so, das wäre halt... Ne? Das hätte ich jetzt echt noch erwartet irgendwie. Aber gut. Wow. Das ist... ja. Krass. Schon vorbei. Ich glaube, es ist jetzt 18. Part oder so? Ich glaube, 18, ja. Wow, der geht 6 Minuten. Ehrlich, ich bin begeistert. Haha. Ja, was soll ich sagen? Ich find's geil. Ich find Bulletstorm ist ein schönes Spiel. Es ist sehr underrated, leider. Aber es ist trotzdem ein sehr, sehr, sehr schönes Spiel. Manche Momente sind eher so, okay, brauche ich jetzt nicht. So wie im vorletzten Part, glaube ich. Ich glaube, es war Part 16. Weil ich da null Platz zum Verstecken hatte, so gesehen. Diese Stelle zum Beispiel, das war so eine Stelle, wo ich mir dachte, hätte jetzt nicht sein müssen, hätte man vielleicht doch ein bisschen anders aufbauen können, so, dass man wirklich ein bisschen mehr Platz hat zum Verstecken, weil das war halt einfach, also, Leute, wenn ich unten geblieben wäre, hätte ich mich nirgends verstecken können und wäre die ganze Zeit gestorben, weil ich einfach überall bombardiert worden wäre, hätte ich keine Schnitte kriegen gehabt. Aber es ist nur ein kleines Makel an dem Spiel. Ich meine, es ist schon relativ alt, deswegen meckere ich jetzt mal nicht über manche grafischen Details, wo zum Beispiel die Kugel einfach durch den Boden abhaut und wegglitscht. Warum? und so weiter. Ja. Aber im Großen und Ganzen war das Spiel auf jeden Fall eine schöne Sache. Wie gesagt, ich hätte mir noch irgendwie Happy End gewünscht. Zumindest so ein leichtes. Ich meine, es ist schon Happy End, dass die beiden Trishka und Gray halt entkommen sind von der Insel. Aber ja, irgendwie weiß ich nicht. Fehlt mir noch irgendwas. Mir fehlt irgendwas. Vielleicht kommt der jetzt gleich noch irgendwas. Ich weiß es nicht. Wie lange gehen die? Ist es? Fängt es gerade von vorne an? Ich weiß es nicht. Mach mal Escape. Vielleicht kommt da noch was Neues. Erst wach. Oh. Wird auch Zeit, verdammt! Sieht er wenigstens besser aus als ich? Die Scheiße, die ihr mit mir gemacht habt, ist erbärmlich! Sir. General. Wir haben unser Bestes gegeben. Ihre Beine waren matsch. Ihre Organe waren... Also... Sie waren zerquetscht. Nichts, womit wir arbeiten konnten. Schnauze, Schwachkopf! Ich bin nicht hier, um mir noch mehr Entschuldigungen anzuhören. Verdammt nochmal, weckt ihn auf! Hey, du. Wie fühlst du dich, Sushi-Wichser? Hast du Gott gesehen, als du weg warst? Hä? Also ich lebe, okay. Ist tot. Serrano leider auch. Es gab kein Bild dazu. Glückwunsch zum Freischalten des Overkill-Modus. Gut gemacht, du hast den Overkill-Modus freigeschaltet. Alle Waffen sind von Anfang an verfügbar und du kannst sie alle auf einmal tragen. Es wird noch besser. Wenn du alle Skillshots für eine bestimmte Waffe abschließt, wirst du unendlich Munition für diese freischalten. Du wirst wahrhaftig imstande sein, deiner Kreativität freien Lauf zu lassen. Okay.
spiele den normalen Echo-Modus. Will ich, glaube ich, nicht. Okay. 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 Was ich noch sagen wollte, Leute. Ich weiß, ich habe sie nicht so krass genutzt, aber ich finde diese Mechanik mit der Peitsche übel geil. Das ist ein Punkt, der übel nice ist in diesem Spiel. Ja. Gut, das ist was mit dem Let's Play, Leute, zu Bulletstorm, von Bulletstorm, Full Clip Edition. Ich habe, wie gesagt, gerade ein bisschen mehr erwartet. Es ist halt echt kurzes Spiel, merke ich gerade. Das kenne ich auch noch nicht. Ich war noch nie so lange im Menü. Aber ja, das war's. Und ich hoffe, euch hat das Let's Play gefallen. Mir hat's auf jeden Fall gefallen. Wie gesagt, es ist leider ein sehr, sehr underrated Game. Aber es ist trotzdem immer wieder cool. Es macht Spaß. Es ist schön. Ein schönes Spiel. Schöne Mechanics. Eine nette Story hat auch, finde ich. Ja. Das war's. Wenn es euch gefallen hat, bewertet den Part. Bewertet die ganzen Parts. Und ja, wir sehen uns bei das nächste Projekt wieder, Leute. Haut rein.